Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, heute werden wir weitermachen, wir werden noch mehr Länder erobern. Und diesmal ist Nordamerika dran. Ja, ich habe wieder 1 Million Münzen gesammelt. Meine Armee ist auf höchster Stufe. Und wenn wir mal hier in den Satellitenmodus gehen, haben wir ja auch nicht viele Länder. Wir haben Kanada, die USA, Mexiko und dann noch so 1000 andere kleine Staaten. Die kriegen wir relativ schnell platt. Die hier oben sind nicht so leicht. Wo ist denn die Armee da? Da haben wir es. 99, 98 und 95 von der Stärke her. Das wird schwer. Deshalb mache ich hier auch gleich die ganze Propaganda rein bei den Rebellen. Und ich würde sagen, greifen wir einfach gleich an und reden nicht lange drumherum. So, da kommt schon die Luftarmee. Und da kommen die Bodentruppen mit dem Schiff. Und die machen sich jetzt gegenseitig fertig. Solange kann ich ja noch ein bisschen mit den USA handeln. Hier gibt es Fisch. Den Fisch schicken wir gleich rüber nach Neuseeland, weil es da gebraucht werden kann. Ja, komm schon. Das Schiff braucht echt lange, um einmal um die Welt zu fahren. Schade, dass man nicht den anderen Weg fahren kann. Im Grunde sind die ja auch gar nicht weit entfernt. Wenn man hier weiter nach rechts fahren würde, würde man ja links rauskommen. So, Kanada erobert. Und jetzt haben wir hier Salz. Und das Salz, das können wir in Brasilien verkaufen, glaube ich. So, Kanada, lokale Armee auf die höchste Stufe bringen, bevor wir angegriffen werden. So, der braucht immer noch Zeit. Hm. Können wir hier noch was verkaufen? Bauholz 100, 100 nehmen. Das möchten wir nicht, aber wir möchten bitte unsere Armee wieder auf volle Stufe bringen. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Wäre schön, wenn man so einen Alles-Verbessern-Knopf hätte. Da müsste man nur dreimal tippen. Und nicht so oft. Es würde halt wesentlich schneller gehen. So, nukleare Abschreckung, Bomber, Flugzeugabsturz. So, Vereinigte Staaten von Amerika, wo ist denn hier das Militär da? Ja, 99, 99 und 99, das heißt wieder die volle Propaganda. Und dann greifen wir auch die USA an. Attacke. Ah, die kommen. Gut, dann fahren wir vielleicht nochmal dahin, während die kämpfen und kaufen noch ein bisschen was ein. Flugzeugabsturz, kann man immer gebrauchen. Reis, okay, das sparen wir uns, oder? Naja, wir können ja so lange noch ein bisschen weiter Geld farmen. Dann kann die Folge auch ein bisschen länger halten. So, hier verkaufen wir den Reis. Dann, komm schon, Italien. Fahren wir nach Italien, in Italien gibt es nichts. Fahren wir wieder nach Deutschland, Deutschland gibt es auch nichts. Dann fahren wir in die Türkei und gucken da mal nach. Wir haben die Vereinigten Staaten erobert, Oliven gibt es hier, sehr schön. Die sind auf dem Weg zurück. Dann hier die Armee auf allerhöchste Stufe. So,
Und ich glaube, ich habe auch in Kanada die Produktion vergessen. Jedenfalls haben wir hier Schweinezucht, Medikamente, Autofabrik, Schwermaschinenfabrik und Petroleum. So, hier noch. Ja, hier fehlt noch eine Menge. Autoteile, Autofabrik, Erdöl, Kohleminen und nochmal Petroleum. So, jetzt haben wir auch schon das Geld, was wir pro Sekunde verdienen, von 109 auf 119 erhöht. Also haben wir schon eine ganze Menge. Und wieder die ganzen Truppen auf höchste Stufe bringen. Das wird sehr lange dauern. Das wird einen sehr großen Teil der Aufnahmezeit machen. So, wieder 100 von 100. Und dann schauen wir uns Mexiko an. Ja, da haben wir auch fast die volle Armee. Das heißt, kompletten Rebellen. Und dann machen sie sich auch auf den Weg, um anzugreifen. So, ich guck mal kurz nach dem Schiff. Ja, stimmt, wir haben Oliven. Ich glaube, die waren hier. Nein, doch nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, es war Indien, oder? Auch nicht. Okay. Indonesien. Ja, Indonesien war es. Okay, gut. Ich hatte schon Angst, dass ich dann zu viel Verlust mache. So, da haben wir Neuseeland. Fahrräder, die spare ich mir jetzt erstmal auf. Dann gucken wir mal kurz rüber. Die bekämpfen sich immer noch. Aber gleich ist vorbei. Ja, da haben wir es auch. Dann Stuhlfabrik, Autofabrik, LKW-Fabrik, Erdölprodukte und Schwermaschinen. Ja, Mazedonien soll angegriffen werden. Und Rumänien. Okay, gucken wir uns gleich an. Erstmal die Armee hier erhöhen. So, dann haben wir auch Mexiko, also Rumänien, volle Armee und Mazedonien, da in der Mitte, auch volle Armee. Dann erhöhen wir mal wieder, wie immer, unsere Armee hier, bringen sie wieder auf 100 von 100, dann machen wir weiter. So, alles drei wieder auf 100 gebracht. Noch ein Flugzeugabsturz in Tschechien. Da haben wir jetzt hier diese tausenden kleinen Staaten. Ich glaube, wir fangen in Guatemala an. Da reicht es, wenn ich zwei nehme. Dann greife ich das an. Guck mal kurz, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Nein. Ich glaube, ich mache was, was ziemlich klug ist. Wir haben hier nämlich die amerikanische Militärbasis. Dann brauchen sie nicht immer so lange fahren bzw. fliegen. Deshalb stationiere ich die gleich mal da drinne. Luftwaffe ist schon auf 0. Armee und Marine gehen auch gleich runter. Und da haben wir es. Guatemala, haben wir Bananen, Kaffeebohnen und Pullover. Auch wenn die echt komisch aussehen, aber egal. Und ich höre noch so ein Schießen im Hintergrund. Mazedonien, China wurde nach Hause geschickt und Rumänien. So, dann lasse ich die mal dahin fahren. Mazedonien und Rumänien. Haben wir jetzt wieder auf volle Stufe. Jetzt haben wir die hier. Dann machen wir das mal.
Ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Moment, da. Seemacht muss erhöht werden. Da haben wir auch alles. Und jetzt ist es auch nicht mehr so weit. Belize hat überhaupt keine. Nein? Ach doch, jetzt haben die eine Armee von 10. Von 10. Und weg. Und da ist gerade ein Flugzeug durch mein Gesicht geflogen. Wow. Das wird echt schwer hier zu navigieren. Hier haben wir noch eine Zuckerfabrik. Hier haben wir eine Armeestärke von 9. El Salvador greifen wir gleich mal an. Und machen sie fertig. Und das war's auch schon mit El Salvador. Hier auch wieder die lokale Armee erhöhen. Und hier haben wir Hemdfabriken. Schönes Logo, mag ich. Eine Armee von 10, da brauchen wir keine Rebellen. Greifen auch nochmal an. Wir haben ja noch genügend Stärke, 81. Das reicht also locker und da haben wir auch schon wieder gewonnen. Nochmal Pullover, echt komisch aussehende Pullover übrigens. Das Militär erhöhen. Hier gibt es wieder nur 10, greifen wir auch gleich an. Hier fliegen 1000 Flugzeuge durch. Und ich sehe gerade, mir geht so langsam das Geld aus, also würde ich gerne noch ein bisschen weiter farmen. Das heißt, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut. Und vorher noch einmal die Armee hier erhöhen. So. Und so. Ja, dann mache ich jetzt hier mal einen Cut. Sammle noch mehr Geld. Dann machen wir hier so den Rest von Mittelamerika. Ja, also bis gleich. So, 500.000 sind natürlich sehr viel besser. Ich habe hier auch noch so als kleines Backup ein bisschen Gold drinne. Und dann machen wir einfach weiter. Flugzeugabsturz. Boom. Die Armee ist fertig. Dann gucken wir mal kurz. 42. Okay. 2 Sterne also. Aber egal, greifen wir einfach an. Und danach Panama, eine Armee von 10. Jamaika, auch eine Stärke von 10. Kuba, schon etwas stärker, fast 3 Sterne. Und dann haben wir hier noch die Dominikanische Republik und Haiti und die Bahamas natürlich. Und dann haben wir auch die ganzen kleinen Inseln abgearbeitet. So, Costa Rica haben wir jetzt auch. Medizinische Geräte und Bananenfarm. Und die lokale Armee schön hochschrauben. Dann Jamaika als nächstes. Noch ein Flugzeugabsturz. Und ich habe die Militärbasis eigentlich hier auf amerikanische Militärbasis gesetzt. Warum auch immer. Und da haben wir es auch geschafft. Eine Brennerei. Brennerei? Ich glaube, das ist falsch. Eigentlich müsste da Brauerei stehen, aber egal. So, dann noch ein Flugzeugabsturz. 48 haben wir von der Stärke. Und hier haben wir fast 3 Sterne. Dann mache ich mal 2 Sterne rein. Und dann greifen wir auch Kuba an. Da bekriegen sie sich wieder gegenseitig. Ja, wir haben hier noch die
Rebellen, die uns dann natürlich helfen können, damit unsere königliche Armee nicht so viel Schaden nimmt. Und da haben wir es auch geschafft. Kuba, Tabakfabrik, Zuckerfabrik und schon wieder Brennerei. Lokale Armee, lokale Marine erhöhen. So, da haben wir noch 31. Hier haben wir nur 10. Das heißt, Bahamas sind als nächstes dran. Noch ein Flugzeugabsturz. Und die Bahamas gehören uns. Handelsrabatt, gute Zeiten. Rabatt auf dem Markt dieses Landes Japan. Japan, 80 Gold. Aha. Gute Zeiten. Ja, ich mache mir das hier noch kurz. Und das da. Dann gucken wir uns das mal an. Vorher muss ich aber noch das Gold hier verkaufen. Also in Japan. In Japan gibt es Pferde. Die kann man dann natürlich in Italien verkaufen. Also Japan. Japan, komm schon, fahr nach Japan. Schnell. Und Pferde. Gekauft. Und jetzt bleiben wir einfach da. So, was haben wir hier noch? Panama. Panama mit einer Stärke von 10 und wir mit einer Stärke von 21. Also Attacke. Und danach muss ich einmal. Ja, muss ich es einmal verbessern. So, das haben wir auch geschafft. Panama hat Petroleum. Und da haben wir auch die lokale Armee. So, wie viel haben wir jetzt noch? 11. Und hier haben wir 10. Okay, dann greifen wir noch Haiti an. Und für die Dominikanische Republik brauchen wir dann nochmal ein Upgrade. Hemdfabrik und nochmal die lokale Armee. Jetzt muss ich aber wirklich mal das Militär wieder erhöhen. So, das haben wir. Slowenien. Slowenien soll angegriffen werden. So, Slowenien. Slowenien, da Slowenien. Ich mag es immer, einmal anzugucken, ob wir bereit dafür sind. Und Schweden. Schweden, Schweden ist auch bereit. Ja. So. Dominikanische Republik haben wir da. Und da beginnt auch der Krieg. Wieder ein Flugzeug direkt im Sichtfeld. Und da haben wir es auch geschafft. Ganz Europa, ganz Nord- und Mittelamerika haben wir übernommen. Dann können wir mal ein bisschen rausgehen. Hier, ganz Nord- und Mittelamerika, Europa und auch schon große Teile Asiens. Ich sehe da noch ein Problemchen. Ein großes Problemchen. Habe ich nämlich ganz vergessen. Stärke von 10. Zypern. Zypern habe ich komplett vergessen. Das heißt, wir haben Europa noch nicht übernommen. Aber jetzt gleich. Dauert ja nicht lange. Und eine Explosion, zwei, drei. Drei Explosionen gab es. Flugzeugabsturz. Und jetzt haben wir
ganz Europa übernommen. Noch Erdölprodukte. Und dann haben wir es auch geschafft. Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Hier haben wir ganz Nordamerika, Mittelamerika und Europa. Oh, und da gibt's Krieg. Rebellen greifen an. Und Japan greift auch an. Schweden haben wir vernichtet. Die Rebellen haben wir vernichtet. Und Slowenien. In Slowenien konnten wir Japan abhalten. So, da haben wir es. Noch einmal die Armee wieder auf höchste Stufe bringen. Dann können wir 2 Screenshots machen und wie in der letzten Folge zusammenkleben. Ja, leider kann man das nicht im Querformat spielen. Habe ich aber auch schon mal erwähnt. Ja. Noch ein Flugzeugabsturz. Und da haben wir es. Wir haben es geschafft. Und das war's auch mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.